Und wir machen das Kapitel der Geister offen. Und beginnen mit dem ersten, dem Büßer. Bis ins Haus hab ich die Tür verriegelt und dann hab ich's gehört. Jemand hat meinen Namen geflüstert. Mikial! Mikial! Mikial, Leuchtturmwärter auf Elberg. Die Kreatur, die auf der Insel Elkbald samt Leuchtturm ihr Unwesen trieb, war ein seltenes Exemplar aus der Gattung der Erscheinungen. Ein Büßer. Wo sich ein solches Wesen herumtreibt, herrschen sogleich dichter Nebel und Finsternis. Und wer sich dorthin hineinbegibt, kehrt für gewöhnlich nicht zurück. Wer einen Büßer besiegen will, der muss ständig in Bewegung bleiben, damit die wendige Kreatur einen nicht trifft. Denn sie kann innerhalb weniger Augenblicke verschwinden, wieder auftauchen und von hinten angreifen. Vor allem aber muss man herausfinden, was das Monster an seine Jagdgünde bindet und dieses Band so schnell wie möglich zerstören. Mit Hilfe des Leuchtturmwärters vertrieb Geralt den Nebel von der Insel. Dann schickte er den Büßer endgültig aus der Welt. Nun konnten die Schiffe in den Hafen von Anbrion wieder anlaufen und die Börse des Hexers war wieder ein wenig praller gefüllt. Wirksam im Kampf gegen den Büßer, Mondstaubbombe, Geisteröl, das Irten und das Quentzeichen. Die weiße Dame. Miko und seine Bande. Wer sind die? Vier Kerle, alles Saufköpfe und Taugenichtse. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu vögeln, damit sie sich wieder vom Acker macht. Gespräch auf dem Feld von Novigrad. Der Spuk auf den Feldern von Novigrad erwies sich als Mittagserscheinung. Eine mächtige Emotion musste sie an diesen Ort gebunden haben. Liebe, Hass, Zorn oder eine Mischung daraus. Wie alle diese Kreaturen waren sie in der Lage, Abbilder von sich selbst zu erzeugen, um ihre Vitalität wiederherzustellen und den Gegner in ihre Irre zu führen. Zum Glück ließen sich die Abbilder mit einem raschen Silberschwertstreich auflösen. Als echte Erscheinung würde sich die Kreatur im Kampf unweigerlich in Körperlosigkeit flüchten und dadurch nahezu unverwundbar sein, wenn man sie nicht mit dem Irden in die Falle lockte oder mit einer speziellen Bombe traf. Solche Art zu Körperlichkeit gezwungen, würde man sie mit starken Hieben oder einem Igni-Zeichen angreifbar sein. Zwei Hexerweisheiten galt es hier zu beherzigen. Je länger der Kampf gegen eine Mittagserscheinung dauert, desto aussichtsloser ist er. Und wer mittags gegen eine Mittagserscheinung kämpft, ist vor Sonnenuntergang tot. Die rachsüchtige Erscheinung, die als weiße Dame bekannt war, hatte die Felder lange unsicher gemacht und jeden dahingerafft, den sie erwischen konnte. Nur bogen die Halme sich unter den Ähren, doch die verstörten Bauern wagten nicht, die Ernte einzubringen. Der Winter versprach Hunger. Sie warfen das wenige Geld zusammen, das sie hatten, und dienten einen Hexer. Eine schlaue Aufwendung. Allgemein zu den Erscheinungen. Erledige alle deine Geschäfte, bevor du stirbst. Verabschiede dich von deinen Liebsten. Entschuldige dich bei allen, denen du Unrecht getan hast. Schreibe dein Testament. Sonst wirst du diese Welt niemals richtig verlassen. Paul Vicar, ein Dorfheiler, Ratschläge an einem Sterbenden. Geistliche und Gelehrte streiten sich nach wie vor, ob die Seele nach dem Tod wirklich in eine andere Welt übertritt, in der ihm entweder ewiges Glück oder Leid erwartet. Beide sind jedoch einig, dass was mit ihr geschieht, wenn er aus irgendeinem Grund in dieser Welt bleibt, nachdem der Körper seinen letzten Atemzug getan hat. Sie wird zu einer Erscheinung. Doch ihrem traurigen Heulen nach zu urteilen, ist dies kein Schicksal, um das man sie beneiden sollte. Erscheinungen begegnet man normalerweise nachts in der Nähe von Friedhöfen, Katakomben und allen anderen Grabstätten oder an Orten, die ihnen im Leben wichtig waren. Verlassene Häuser, eingestürzte Burgen oder vergessene Brücken. Erscheinungen erleiden niemals endende unglaubliche Schmerzen. Da sie vom Zorn erfüllt sind und das Gefühl haben, dass ihnen Unrecht getan wurde, beneiden und hassen sie alle Lebenden. Wie alle Geister sind sie meist körperlos, sodass ihnen Feuer, Gift oder Waffen die Verletzung verursachen, nichts anhaben können. Man kann Erscheinungen jedoch zwingen, körperliche Gestalt anzunehmen, indem man sie mit dem Erdenzeichen gefangen gesetzt oder mit einem Silber einer Bombe aus Mondstaub getroffen werden. Wie alle Geisterwesen kann man
sie mit Silberschwertern bekämpfen, deren Klingen möglichst mit einer gleich großzügigen Schicht Geisteröl bestrichen sind. Auch gilt es zu beachten, dass Erscheinungen in mondlosen Nächten besonders gefährlich sind. Hannah aus den Wäldern. Soll das heißen, dass unsere Zula die Erscheinung ist? Bolko, Dorfältester von Mittelheim. Die Flamme wahrer Liebe erlischt niemals, heißt es. Leider ist das die Wahrheit und auch der Grund dafür, dass Zula aus Mittelhain, ein jäher Tod ihren Geliebten entrissen hatte, in der nächsten Welt keinen Frieden finden konnte. So suchte sie ihre ehemalige Umgebung als Nachterscheinung heim. Der Kampf gegen diese Art von Erscheinung ist äußerst schwierig, denn er zeugt der Abbilder von sich selbst, die in ihrem Bescheidenen den Gegner verwirren. Die ihnen beistehen und den Gegner verwirren. Zudem konnten sie körperlos sein und kein Streich kann ihnen etwas anhaben. Am besten legt man mit Irten eine Falle und setzt unverzüglich mit Igni nach. Vor allem aber sollte keineswegs mitten in der Nacht gegen diese Kreatur gekämpft werden, wenn der Mond hoch am Himmel steht. Diese rachsüchtige Erscheinung hatte wohl jeden einzelnen Dorfbewohner gemeuchelt, wenn nicht ein berühmter Hexer, Gerald von Riva, finanziellen Bedarf gehabt hätte. Hims. Einige Menschen haben einen guten Grund, sich vor ihren eigenen Schatten zu fürchten. Svark war mit Druide auch an Skellig. Monster suchen sich meist Unschuldige als Opfer aus. Langsame Händler, leichtsinnige Kinder und Reisende, die unvorsichtigerweise dunkle Wälder betreten. Keine der von zuvor genannten müssen jedoch Angst vor Hims haben. Diese Erscheinungen stürzen sich nur auf besonders verabscheuungswürdige Personen, die ein umfassendes Verbrechen begangen hatten. Für alle anderen ist sie unsichtbar. Wenn sie allerdings jemanden zeigen, da den sie peinigen wollen, erscheinen sie als große, schattenartige, menschliche Silhouette mit langen, scharfen Klauen. Hims schlagen ihre Klauen nicht in Opfer, sondern nehmen deren Lebenskraft indirekt auf, indem sie Leid verursachen. Sie sprechen zu ihren Opfern, können auch nur von ihnen gehört werden und überreden diese zu Gewaltakten, Aggressionsausbrüchen und Selbstzerstörung. Ein Him greift die schlimmsten Ängste einer schuldigen Person auf, webt daraus grässliche Visionen und treibt diese arme Seele nach und nach in den Wahnsinn. Wer von einem Him gequält wird, kann nicht ruhig schlafen, denn immer häufiger von unglaublich realistischen Albträumen geplagt wird. Manchmal wirken die Opfer sehr nervös, stoßen Bitten oder Drohungen gegen die unsichtbaren Geister aus und beichten ihre Schuld, in der Hoffnung, ihre Qual damit zu beenden. Dies alles bringt keine Erleichterung, da der Him sein Opfer erst verlässt, wenn es dessen Geist völlig verwirrt ist und er sein Opfer in den Selbstmord getrieben hat. Mittagserscheinung. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Vlad Raymond, Bauer und ihre Bräuche. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne zu ihrem Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerz oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten oder verräterischen Rivalinnen und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Mittagserscheinungen sind dafür bekannt, nun ländliche Gegenden heimzusuchen und sich für gewöhnlich in der Nähe des Ortes aufzuhalten, an dem sie gestorben sind. Sie lauern Bauern auf, die auf dem Feld arbeiten, oder Kindern, die in der Nähe spielen. Mittagserscheinungen bluten nicht und sind größtenteils gegen Auswirkungen Hexenzeichens immun.
Sie sind in der Lage, Spiegelbilder von sich selbst zu projizieren, die ihre Opfer in eine Art krankhaften Tanz umkreisen. Dieses grausige Ritual entzieht ihren Opfern Lebensenergie, während die Erscheinungen an Stärke gewinnen. Sie besitzen außerdem die Fähigkeit, die physikalische Welt ein wenig zu manipulieren und wirbeln Staubwolken auf, um ihre Gegner für kurze Zeit zu blenden und dann zu verwirren. Mittagserscheinungen können einen körperlosen Zustand einnehmen und sind dann nur schwer zu verwunden. Um eine Mittagserscheinung zu zwingen, eine körperliche Form anzunehmen, muss sie zunächst mit einem Irrtenzeichen gefangen gesetzt oder mit einer Mondstaubbombe getroffen werden. Sobald das Monster seine körperliche Form angenommen hat, ist ein schneller Angriff mit der Silberklinge möglich, die am besten mit Geisteröl überzogen sein sollte. Entgegen der langläufigen Meinungen sind Mittagserscheinungen auch nachts anzutreffen, allerdings sind sie nachts wesentlich schwächer als tagsüber. Nachterscheinung. Nachterscheinungen strahlen eine unwahrscheinliche Traurigkeit aus. Diese hilflose Zorn. Ich fürchte sie, so wie jeder andere auch, aber eigentlich tun sie mir leid. Elien Altspar, elfische Badin. Verglichen mit anderen Kulturen, Kreaturen der Nacht, beispielsweise Katakan, Nosterafu oder Werwölfen, sehen Nachterscheinungen und deren seltene Verwandte, die dem Dämmererscheinungen, nicht sonderlich gefährlich aus. Denn wie viel Schaden richtet schon eine blasse Dürrefrau im abgetragenen Kleid an? Diese Antwort lautet: ziemlich viel. Aber statt dieser Erfahrung am eigenen Leib zu machen, sollte man des Nachts einfach lieber keine Felder und Wiesen überqueren. Ähnlich wie Mittagserscheinungen treten Nachterscheinungen nur in ländlichen Gegenden auf. Ihre häufigsten Opfer sind Reisende. Doch wenn die Legenden, um die sie sich und sie ranken, wahr sind, schleichen sie sich nachts auch in die Hütten der Bauern und ermordeten sie im Schlaf. Während des Angriffs sind Mittagserscheinungen die meiste Zeit über körperlos, sodass physische Schläge sie durchdringen, durch sie hindurchgehen. Sie nehmen lediglich einen kurzen Augenblick ihres Angriffs einen körperlichen Zustand ein. Wenn sie geschwächt sind, erschaffen sie mehrere Abbilder von sich, die nicht direkt angegriffen werden können. Mit ihrer Hilfe saugt die Mittagserscheinung die Lebensenergie ihres Opfers auf. Nachterscheinungen können ebenfalls körperlos sein und sich in diesem Zustand nur schwer zu verwunden. Um eine Erscheinung zu zwingen, die körperliche Form einzunehmen, muss sie mit dem Erdenzeichen gefangen werden oder mit einer Mondstaubbombe getroffen werden. Pestmeiden. Patienten scheinen unter Wahnvorstellungen von einer Frau zu leiden, deren Körper mit Schorf und Geschwüren bedeckt ist und die vom Ratten überschwemmt wird. Diese Vorstellungen schwinden nach einer Verabreichung von Bilsenkraut und Mohnextrakt. Joachim von Graz, Notizen, Wilmerus Hospital in Novigrad. Wenn die Pest in einer Region wütet, wird die Gegend manchmal auch von dem Geist heimgesucht, der einer kranken Frau gleicht, deren Fleisch von den Knochen fault und die vom unzähligen Ratten begleitet wird. Niemand weiß, ob dieser Geist die Pest bringt oder nur von ihr wie eine Motte ins Licht angezogen wird. Trotzdem lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass sie mit großen Freuden Leid und Schmerz bringt und sich an deren Schreien und am Stöhnen der Menschen ergötzt. Die Existenz von Pestmeiden oder Pestee, wie sie manchmal genannt werden, wird weithin angezweifelt. Es gibt nur zwei verbriefte Sichtungen solcher Kreaturen, beide zu Zeiten schlimmer Seuchen. Wie der Name Pestmeid schon sagt, nehmen die Erscheinungen die Gestalt von Frauen an. Der Grund hierfür ist es aber nach wie vor ein Rätsel. Einige vermuten, dass sie wie andere Erscheinungen auch aus starken Gefühlen entstehen, die durch bestimmte Todesumstände wie nach langer, schmerzhafter Krankheit verursacht werden. Allerdings ist nicht viel darüber bekannt, wie sich eine Pest mal bekämpfen lässt, obwohl man davon ausgehen kann, dass sie viele Eigenschaften besitzt, die auch andere Phantome und Erscheinungen haben. Sie stellt zweifellos ohne eine große Gefahr dar, obwohl die Immunität des Hexers ihn zumindest davor bewahren sollte, sich mit den Krankheiten anzustecken, die sie
in sich trägt. Einen Moment. Entschuldigung, geht weiter. Wir blättern um. Teufel beim Brunnen. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen, die Haut hängt vor den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Olodan aus Weißgarten. Die Einwohner von Weißgarten hatten einiges ertragen müssen. Durchziehende Armeen hatten ihre Aussaat zertrampelt, ein Greif hatte begonnen, sich an ihrem Vieh vergütlich zu tun und zur Krönung spukte es auch noch eine Mittagserscheinung in einem nahen Brunnen. Kein Wunder, dass dieses letzte Übel im Dorf als Teufel bezeichnet wurde. Der Hexer wusste, dass irgendetwas die Erscheinung an dem Ort band und er ihr Geheimnis ergründen musste, um sie den Äther zu entlassen. Sobald er das Geheimnis kannte, war die Zeit gekommen, sich auf den Kampf vorzubereiten. Mittagserscheinungen sind schwierig zu besiegen. Sie können ihre Abbilder von sich erzeugen, mit dem Gegner die Lebenskraft absaugen. Ihre Herrin bleibt dabei unberührt. Ein Silberschwert alleine reicht nicht. Auch Irden ist vonnöten, um Erscheinungen festzusetzen und in körperliche Form zu zwingen. Die Emotionen von Hexern beim Töten von Monstern sind überschaubar. Sie verachten allenfalls die grausamen Bestien und empfinden besonders ekelhafte Geschöpfe abstoßend. Nur selten hegen Hexer Sympathien für Monster. In Weißgarten war dies jedoch der Fall. Geralt tat die Mittagserscheinung leid. Noch lange musste er an die junge Frau denken, die durch ihren fürchterlichen Tod und starken Emotionen zu jenem Monster geworden war. Das war das Kapitel der Geister.